Ja. Wolfi, ja, ist halt so. Andere Frage, darf ich einen Charakter einbauen, der an dich angelehnt... Lol. Warum nicht? Es wäre mir eine Ehre. Warum denn nicht? Darfst du? Wenn du das möchtest? Wenn ich... dahin passt? Keine Ahnung. Gerne. So. Jetzt müssen wir aber hier erstmal gucken. Dass wir unsere Bude ein bisschen neu einrichten tun, gell? So, pass mal auf. Süß Bett. Süß Mini-Schlampe. Lampe. Was? diese Karte brauche ich nicht mehr. Die macht mich arm. Kreditkarten sind böse, Freunde. Ganz böse. Auch in real. Die sind so böse. An die Wand. Auf den Boden. Das ist alles irgendwie nicht so geil. Ich hätte auch gedacht, dass ich das obere Stockwerk dann so einrichte vielleicht mit den neuen Sachen. Ich glaube, das ist klüger. Ich glaube, wir nehmen... Ich glaube, ja, das ist schlauer. Doch, doch, doch. Das ist viel sinnvoller. Das machen wir dann einfach... Das mache ich dann einfach morgen, wenn das Stockwerk da ist. Das ist das. Ja, das ist... Das ist viel besser. Genau, ja, ja, ja. So. Okay, ja, dann machen wir das lieber so. Ja, das... Ja, 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 ja. Okay. Was? Ui, der Grimm. Das ist ein Zeichen des Todes? Zita aus... HP, was? Was möchtest du mir damit sagen? Was? So. So. Ja, fertig. Das war mir echt fett shoppen. Also, wow. Okay, ich passe da hin, echt? Ich brauche nämlich einen Charakter mit einem Gag-Arbor oder Entwicklung. Hoi. Also willst du entweder ein Gag-Arbor-Trainer sein oder der mit einer seiner Entwicklungen? Ich wäre ja verdammt gerne ein Lucario oder Lucario-Trainer. Passt irgendwie mehr zu mir, aber Gag-Arbor auch. Ach, Zitat aus Harry Potter. Ein Wolf kann auch als Grimm gesehen werden und der ist bei der Wahrsagerei ein Zeichen des Todes. LOL. LOL. Da war ja was. LOL. Grimm. Als ob der Grimm heißt. LOL. Das ist witzig. Ist mir noch nie aufgefallen. Oh, wie cool ist das denn? Jetzt liebe ich ihn noch mehr. Oh, wie geil ist denn das, bitte? Hm. Wie geil ist das denn? Okay, das feiere ich gerade hart. Du kannst doch gern das Lucario von Conny sein. Wie du möchtest. Also ein Gag-Arbor mit Charakter, oder wie? Entweder ein Gag-Arbor-Trainer sein oder der mit einer seiner Entwicklungen. Gag-Arbor-Trainer wäre natürlich auch funny. Wie du möchtest, entweder Gag-Arbor-Trainer oder ein Lucario. Also ein Lucario wäre natürlich... Das wäre schon... Ja, das wäre schon richtig cool. Was besser passt, ist ja deine Geschichte. Ich weiß ja nicht, inwiefern du da... Achso, wir haben den Sternistein schon geschlachtet. Ja, den haben wir heute schon geschlachtet. Müssen wir nicht nochmal machen. Ich mag Harry Potter Anspielung. Das ist mir gerade aufgefallen. Ja, das ist mir nie aufgefallen, aber das ist halt echt cool. Ob das wirklich bewusst eine Harry Potter Anspielung ist? Das ist halt schon geil. Das ist echt cool. Das ist so cool. Ich will nicht, dass er auszieht. Ich will Grimm für immer hier behalten. Das ist ja mega geil. Meine Fresse, das ist so cool. Ich finde das genauso cool. So Harry-Anspielungen.
Pikachu. Ja, bitte. Was heißt sie denn für mich? Es ist ein Apatoschädel. Ah, okay. Und der Apatosaurus ist komplett. Hm. Früher nannte man den Apatosaurus Prontosaurus. Pronto. Wie Sie vielleicht wissen, mit extrem langem Hals und Schweif war er ein wahrlich gewaltiger Pflanzenfresser. Da sein Körper so massig und schwer war, lebte er oft in Seen und Sümpfen. Dabei war es sicher eine Hilfe, dass er die Nasenlöcher auf der Stirn trug. Nasenlöcher auf der Stirn. Stellt euch das mal bei Menschen vor, das ist sehr... What? Das Wutschen und Wedeln. Ah, schön. Ich muss mich entschuldigen. Bei einem solchen Prachtstück komme ich gleich in Wallung. Ach, der immer mit seinen Prachtstücken. Wutschen und Wedeln, ja, ja. Da fällt mir ein, dass ein Karimans Hauptcharakter hat noch keinen Namen. Dann let's go. Es geht doch nicht. So, fertig. Dann sind wir jetzt hier. Und dann sind wir jetzt hier. Coffee? My boy. Ich hab da was für dich, guck mal, ey. Millimeterkloide. So viel Platz habe ich dann auch wieder nicht, dass wir die Dinger doppelt und dreifach aufstellen können. Oh, doppelt. Faszinierend. Hast du den hier schon? Gut, dann können wir den anderen tatsächlich verkaufen. Fantastisch. Gut. Jetzt noch eine Tasse Kaffee zur Entspannung. Ne, zum Runterkommen. Ja, bitte. Und dann let's go. Das mit dem Grimm ist, glaube ich, allgemein ein Zeichen des Todes. Das dachte ich mir jetzt nämlich auch langsam gerade. Ich glaube, Harry Potter hat sich da nur bedient. Und bei Animal Crossing brauchen sie einen Namen für einen Wolf. Und das war wahrscheinlich ganz cool für die. Oder es ist halt vielleicht auch japanische Mythologie. Oder halt, wie du halt sagst, dass es vielleicht einfach allgemein Zeichen des Todes ist. Und dann war es halt gerade passend. Kann natürlich auch sein. Es war bestimmt bewusst gewählt. Ja, das kann natürlich sein. So. Danke. Lol. Dann kann ich auch das Lucario des Hauptcharakters Gecko nennen. Funny, ein Lucario, das Gecko heißt. Das ist witzig. mild und bitter, auch beim Kaffee ziehen sich Gegensätze bisweilen an. Ist das so? Mild und bitter. Ja, ja, doch, das geht schon. Danke, ja, bitte. Sag mal, werden die Geroiden bei ihm im Schrank wirklich mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. So, mein lieber KKI. KKK. Heute gibt es einen Song wieder für uns. Hey, Gecko, los auf einen Song, so ist es. Cool, hör mal, zählt sich ihn. Ja. Welchen wollte ich denn nehmen? Welchen wählen wir denn für heute? Liebe Leute. Ich hab die Songliste nicht mehr. Autsch. Die tun mir ein bisschen weh, so langsam hier oben, ne? Ach, hier ist sie ja. Okay, welchen wollte ich nächstes für dieses Mal nehmen? Weiß das noch einer? Ich könnte Glückspilz nehmen, endlich mal. Oder Technopop. Okay. Oh, ich weiß auch nicht. Irgendeinen wollte ich nehmen, einen bestimmten. Condor. Condor ist, glaube ich, ziemlich cool. Ich glaube, KK Condor ist, glaube ich, ganz cool gewesen. Lass mal kurz reinhören. Okay. Technopop vielleicht. Technopop haben wir uns schon geholt, oder? Hä? Technopopo. Habe ich einfach mal geschrieben. Alles klar. Ich glaube, das habe ich schon mal. Das habe ich, glaube ich, schon geholt. Mensch. Surf in KK wollte ich, glaube ich, holen. Das war das, glaube ich.
Ich glaube, den will ich. Ja. Nehmen wir das. Ich weiß ein. Nehmen wir den Titel oder ich habe eine Seidenkugel. Hier, los geht's. Surfen. Wobei Glückspilz halt echt auch ganz geil ist, aber egal. Punkt. Nicht vergessen. Hier drin. Let's go. Dankeschön. Viel Spaß mit dem Song. Geil. Ja, er spielt einfach so geil. Hey, danke fürs Zuhören. Ja, schau mal in deine Tasche. Vielen Dank. Geiler Scheiß. Ja, das ist fantastisch.